Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Ihrem Orientteppich-Wasch- und Reparaturspezialisten aus der Speicherstadt. David Rosenberg, Ihr Orientteppich-Experte seit 1960. Einen wunderschönen guten Abend und recht herzlich willkommen zu Oriental Night. Nach 12 Jahren, liebe Freunde, sind wir im 21. Jahrhundert angekommen. Ja? Moderne TV-Live-Übertragung. Döner nach 12 Jahren bei Oriental Night. Klischees werden am heutigen Abend bedient. Und zwar aber sowas von. Wir haben nämlich heute zwei fantastische Startup-Jungunternehmer bei uns im Studio. Einmal geht es um ein sehr stylisches Modelabel. Ja, Fancy Allman, der hübsche Deutsche. Das Komische daran ist, es sind meistens Menschen mit Migrationshintergrund. Und wenn man so einen Döner gegessen hat, zum Beispiel von Self-Kebab, ja, liebe Freunde, dann hat man ja sehr oft so ein Problem. Kann ich noch unter Leute gehen? Man riecht doch den Döner aus jeder Ecke, sogar 300 km/h gegen den Wind. Und da hilft sogar kein Orkan, aber ein Papatür könnte da helfen. Und Yüksel ist unser heutiger Unterstützer. Er hat uns nämlich so einen Döner hingestellt. Schön, dass du da bist. Danke. Also ich meine den Döner. Ja, gerne. Sag ich doch. Ja, Yüksel, Self-Kebab, wie lange gibt es euch, mein lieber Freund, schon? Seit 8 Jahren. 8 Jahren. So, und Self-Kebab kommt woher? Self heißt ja eigentlich Flut, ne? Flut, aber Self haben wir aus dem Namen Yüksel. Mürsel, Göksel, drei Brüder, haben wir Self-Kebabs draus gemacht. Ah, Wortspiel. Seht ihr, liebe Freunde, auch türkeistämmige Menschen können kreativ sein. Die sind nicht immer doof. Oder Dönerhändler. Aber wenn schon Döner, dann richtig guter Döner, oder? Ja, mit alles. Mit allem, du Türke. Dativ? Ja, klar. Na, dann nehmen wir Dativ. Wir sind beim deutschen Fernsehen, da heißt es immer mit alles. Mit allem? Nee, alles. Ja, genau, allem. Mit allem. Und schön scharf bitte für uns. Mach ich dir scharf. Ja. Scharf, aber scharf mit richtig Pepper, scharf nicht, mehr scharf. Männerscharf. Ja, genau, Männerscharf. Machen wir. Danke, Yüksel. So, ich warte jetzt nur noch kurz auf den Döner. Ja, wenn der Döner soweit bereit ist, oh, sieht der lecker aus. So, ich muss das Mikro ja gleich haben, so viele Hände habe ich gar nicht. Hadi, über Länder hast du Länder, nachher der oh, ich dachte, Döner geht schnell, das ist Fastfood. Belohn mir ja was, stimmt mal. Tempo lassen, nachher der Stadt. Nicht so voll machen, Leute, wie sollen wir das denn essen? Das ist der Döner. Das ist der Döner. Das ist auch der richtige Artikel an dieser Stelle. Ja, nehme ich den mit oder willst du den reinbringen? Ich glaube, du bringst den rein. Ja, ich glaube, Yüksel bringt. Ich gehe hinterher. Yüksel ist Herrn und dann. Ich folge Yüksel ganz unauffällig einfach mal da rein. So, und er serviert natürlich den Döner und zeigt euch mal, wie das wirklich geht. So, der Döner kommt an, liebe Freunde. Und ich bin erstmal raus aus der Kamera. So, ich bin nochmal hier hinten. Selbstverständlich. Oh. Wo ist meiner? Deiner ist noch unterwegs. Meiner ist noch unterwegs. Hast du sowas wie Teller oder so am Start? Teller gibt's hier nicht, mein Freund. So, mein Handy brauche ich ja nicht mehr. Leute, haut rein. Aber nicht kleckern, Digga. Mein Teppich kostet 100.000 Euro, ey. Ja, ehrlich, frisch bei Ikea gekauft. Ines, pass mal auf. Abi, nasıl? Aber çok doldurmuş yine ya. Yüksel, bei uns in der, in der türkischen Kultur sagt man immer, wenn etwas zu viel ist, der Mensch muss uns ja wirklich lieben. Çok seviyor abi bizi. Kesin likle. Taygun und Ennis, schön, dass ihr da seid. Fancy Alman. Aber warte mal, wir spielen doch mit den Klischees, oder nicht? Ja. Dann haben wir uns doch falsch begrüßt. Du bist doch gerade reingekommen. Dann brauchst Geld. Den Abi, kann man mir. Ja, ja, tamam. Auf Türkisch. Türkisch. Hoş bulduk. So, das war Türkisch. Alim abi. Handy sag mir das mal, abi. Sağ ol abi. Ben 3 saatte Döner bekliyorum. 12 Jahre mache ich eine Fernsehsendung, um endlich mal einen Döner zu essen, ey. Ja, ne, hätte ich auch vorher anrufen können. Yüksel, vielen Dank. Gerne. Du kommst nachher nochmal zu uns. Ja. Wir quizzen nachher noch eine Runde zusammen. Der erste Clip des Abends kommt. Was, der Song, keine Ahnung. Ehrlich, hau rein, Leute. Hadi, bon appetit. Schön, dass ihr wieder da seid, liebe Freunde. Zu Hause sagt die Erziehung immer zu uns, sprich nicht mit vollem Mund. Bei uns Türken gilt das alles nicht. Wir machen es einfach. Nein, Scherz. Das war nur Scherz. So, der Döner schmeckt echt lecker. Danke an dieser Stelle nochmal für Zellkeber, für den Support heute. Enis und Taygun sind da. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Hoş geldiniz. Danke für die Einladung. Als ich das erste Mal dieses Logo gesehen habe, liebe Freunde, dachte ich so, Fancy Alman, hübscher, stylischer, deutscher. Aber die Jungs da drin sind nicht unbedingt so typisch, darum geht es ja heute, Klischees, typisch deutsch. Wie seid ihr denn darauf gekommen oder was wollt ihr damit auch bewirken? Was ist denn eigentlich typisch deutsch? Also ist man Deutscher, wenn man blond ist, blaue Augen hat, oder ist man Deutscher, wenn man sich hier beheimatet fühlt, hier aufgewachsen ist
und das Land im Herzen trägt. Das ist halt die Frage, wann ist man Deutscher? Frag die Pegida, die werden dir die Antwort geben. Ja, aber es betrifft ja nicht nur religionstechnisch, also Moslems sozusagen. Man fühlt sich ja auch als Deutscher, wenn man zum Beispiel aus Afrika ist und vielleicht mal einer anderen Religion angehört, wenn man eine andere Hautfarbe hat. Wir sagen dazu, egal welcher Herkunft, Rasse, Religion, wenn man sich hier heimisch fühlt, wenn man sich hier integriert hat, wenn man sich hier wohlfühlt, wenn man hier seine Familie, Freunde hat, die Sprache spricht, wenn man Deutschland im Herzen trägt, ist man Deutscher. Da muss man auch kein Bekannter sein, da muss man auch kein Fußballstar sein, da muss man kein bekannter Regisseur sein. Wir nehmen den Leuten das Recht eigentlich, uns vorzuwerfen, wann wir Deutsche sein dürfen und wann nicht. Weißt du, was ich interessant finde? Ich kann mir vorstellen, aufgrund dessen, dass ich ja auch in Vereinen, politischen Verbänden unterwegs bin, wenn Jungs wie ihr und ich ja auch, ich zähle mich ja mal zu euch, Dinge anders machen, ist es ja nicht nur das eigene Lager, was interessiert guckt oder vielleicht auch sauer ist oder wütend ist, sondern es sind ja immer beide Lager. Ich kann mir vorstellen, dass ihr wahrscheinlich Kritik, sagen wir mal, ich mache es jetzt mal salopp, von beiden Seiten bekommen habt. Deutsch und nicht Deutsch. Aber auch Lob von beiden Seiten. Auch von Lob von beiden Seiten. Genau, genau. Wie hört sich dann so Lob an? Aus Neugierde. Also Abitschoks war mir, müssen Sie aber, der war mit den Fällern. Man muss halt differenzieren. Es gibt Leute, die man erreichen will. Und es gibt halt Leute, wo wir sagen, uns ist das eigentlich im Sinne von egal, ob wir die erreichen oder nicht, weil die sind sowieso nicht belehrbar. Also ein guter Witz braucht nicht erklärt werden. Die meisten, die auf so ein Logo gucken und schauen, wissen eigentlich Bescheid, worum es da geht und fühlen uns, fühlen die Idee, fühlen unser Statement. Denen braucht man auch nicht viel erklären. Bei den anderen, sage ich, der Zug ist eh abgefahren, da werden die nicht belehrbar sein. Und von den Leuten, die wir erreichen wollen, ist das dann so eine Geschichte wie, dass die sagen, hey, das, was ihr macht, das fühlen wir seit Jahren, eigentlich seitdem wir hier leben oder hier angekommen sind oder seitdem wir auf der Welt sind sozusagen fast, fühlen wir das, was hier zum Ausdruck bringt. Und das ist ein Lob. Auf der anderen Seite, wenn man das dann so klischeehaft, aber wir spielen ja mit den Klischees, so sagen darf, von der deutschen, einheimischen Seite, sieht dann so ein Lob aus, wir finden es cool, dass ihr mehrere Kulturen versucht, miteinander in Einklang zu bringen, dass ihr versucht, die Leute, die vielleicht nicht so sehr integriert sind, die auch mit ins Spiel zu bringen, dass sie auch dieses Denken, was ihr an den Tag legt, auch mit eurem Label zum Ausdruck bringen. Also in dem Sinne, das ist dann auch so ein Lob. Aber dann stelle ich mir die Frage, Enis, warum aber gerade der Adler? Hätte man auch was anderes, weil beim Adler denkt, kann man denken, guck mal, die Irritation hatte ich auch oder die Irreführung, dass ich zwischenzeitlich dachte, Adler, frag mich nicht warum, aber zuerst dachte ich an den anderen Adler, nicht den Bundesadler, sondern den Adler davor, den Kollegen. In Deutschland assoziiert man ja den Adler immer damit. Ja, eben. Dass man damals damit missgebaut hat, dass der damals für schlimme Sachen gebraucht wurde, aber den Adler an sich gibt es ja in Deutschland schon als Wappentier seit 1400. Also es wurde schon immer genutzt und wenn man jetzt mal seinen deutschen Pass, wenn man einen hat, rausholt, dann sieht man auch den deutschen Adler darauf. Und da erschreckt sich auch keiner und sagt, oh, ein Adler. Oder wenn man im Wald spazieren geht und einen Adler sieht, wird sich auch keiner erschrecken. Es ist ein sehr ausdrucksstarkes Tier, darfst du auch nicht vergessen. Vor allem, wie er gesagt hat, ist, seit mehreren Jahrhunderten steht der Adler für Deutschland ein. Und nur weil eine kurze Phase in dieser Geschichte, nur weil dieses Tier missbraucht wurde, muss man sich davon nicht abwenden. Ich finde, Adler passt zum Deutschland sozusagen. Und da kann man sich auch grafisch sehr vieles abgucken von. Also man drückt es ja dadurch aus, der Adler an sich strahlt Stärke aus. Ja? Und das ist das Land, in dem wir leben. Es ist ein starkes Land. Klar haben wir da und dort ein paar Probleme, aber ich will mir gar nicht die anderen Länder angucken. Und zumal wir auch hier leben, gehört der Adler auch nach wie vor hierhin. Und auf der anderen Seite entziehen wir auch der rechten Szene, die auch gerne von dem Adler auch Gebrauch macht, entziehen wir den Adler. Warum sollte man den Adler an sich an die rechte Szene abdrücken? Richtig. Genau. Ja, das ist ein Argument auf jeden Fall. Dazu fällt mir nämlich eine Geschichte ein, die will ich euch auch mal erzählen. Ich hatte nämlich mal so einen Diskurs, aber das ist super 20 Jahre her oder so. Und dann ging es halt immer um diese Flagge.
ne, um die deutsche schwarz-rot-goldene Flagge. Genau. Und wenn man noch jung ist und eher querdenkt, denkt man so, ja, muss ich mich damit identifizieren? Ich habe Schwierigkeiten, mich damit zu identifizieren. Ich weiß es nicht, weil die Geschichte nicht gut, Flagge, genau wie der Adler, eher negativ behaftet. Und dann weiß ich noch, wie ein Kollege gesagt hat damals zu mir, du musst oder solltest bereit sein, das Land und seine Symbole zu lieben, damit genau. es nicht in die falschen Hände gerät. Ja, danke schön. Und ich glaube, das stimmt auch. Also sehe ich genauso, kann ja. ich nur unterstreichen. So, der nächste Clip des Abends steht an, liebe Freunde. Den schauen wir uns mal an, weil der Döner wird kalt. Ich will weiter essen. Mir geht es heute nur um Döner. Und Klischees. Fancy Allman. Und wenn ihr während des Clips im Internet rumsurfen solltet, geht mal auf fancyallman.de. Da werdet ihr mehrere Logos und weitere coole, stylische Shirts und Pullover und all die ganzen Sachen sehen. Also, mal reingehen. Clip steht an. Ich esse Döner. Das war kein Deutsch, aber gerade, aber egal. Ich esse Döner. Was für ein Satz war das denn gerade? Fancy Allman, liebe Freunde, ein neues Label. Heute spielen wir mit Klischees. Haben wir schon gesagt, deshalb essen wir auch Döner. Zum ersten Mal nach 12 Jahren haben wir einen Döner im Studio. Endlich. Endlich, ne? Das ist auch so ein Ding. Das habe ich auch mit Absicht gesagt, weil es gibt ja mal diese Klischees, so, ja, Türken, er kann nur Döner. Ich sage nur ein bestimmter Autor, Politiker, der mal ja gesagt hat. Wir wären nur fähig, genau, Gemüsehändler zu sein. Deshalb dachte ich, machen wir heute mal einen Döner. Und sagen wenigstens, wenn wir machen, dann richtig gut. Ja, ne. Aber ich war bei euch auf der Website, habe mir ein paar coole Modelle mal angeguckt, habe gesehen, also ihr habt für Frauen und für Männer, was ich richtig cool finde. Aber da fehlt mir noch ein bisschen die Farbe. Ist noch alles relativ schwarz und weiß. Ist das auch beabsichtigt? Ist, ja. Also bei uns geht es erstmal in erster Linie darum, dass sich der Druck, also unser Print, in die Gehirne einbrennt. Also wir leben zurzeit fast sozusagen vom Druck, vom Print, was wir haben. Das sind so die ersten Schritte, die wir eingeleitet haben, damit sich das Label, wie ich eben erwähnt habe, so in die Köpfe so ein bisschen einbrennt, dass die Leute das Label kennen. Und wenn sie es dann mal irgendwo anders dann gesehen haben, dass es vielleicht jemand anderer trägt oder vielleicht im Fernsehen mittlerweile, wie es öfter vorkommt, dass sie dann sagen, hey, das kenne ich doch von irgendwoher. Und das ist dann so für die Anfangsphase sozusagen sehr sinnvoll. Darum ist okay. Genau. Deswegen so simpel wie möglich halten. Ja. So ausdrucksstark wie möglich, wenn es geht. Da sind wir ja dabei gerade, denke ich mal. Das läuft dann auch ganz gut. Weil wenn die Leute das Logo sehen und wenn die Farben nicht zu sehr irritieren, dann ist das bei denen erstmal, wenn sie es nicht verstehen, Error im Kopf. Ja. Was macht man, wenn man einen Error im Kopf hat? Man versucht, diesen Fehler zu beheben. Also wie behebt man diesen Fehler? Man forscht nach, was ist das? Fancy Allman. Zwei kontroverse Logos, die aber im Einklang wirken. Und da, somit drücken wir halt die Multikulti-Gesellschaft hier in Deutschland aus. Und dann gucken die Leute, ach was, okay, ich hätte vielleicht an erster Linie gedacht, dass es vielleicht eine Nazi-Marke ist. Ist aber nicht, stehen zwei Deutsch-Türken dahinter. Ach cool, coole Idee. Hammer Statement. Guck mal, du hast zwei Begrifflichkeiten gesagt, die ja in unserer heutigen Gesellschaft ja sehr wichtig geworden sind. Erstens die Identifikation, also Deutsch-Türke, Deutsche mit türkischen Wurzeln. Und du hast aber auch etwas gesagt, multikulturell oder Multikulti, wo es ja viele Politiker gibt, die aber sagen, Multikulti ist auf jeden Fall gescheitert. Ach, Schwachsinn. Warum? Ist es gescheitert? Ich heb nur den Satz wieder. Ist es gescheitert? Nein, auf keinen Fall. Findest du uns gescheitert? Digga, ich bin sowas von integriert und angekommen. Also ich finde nicht, dass ich gescheitert und ich auch nicht. Nein. Aber die Frage ist, guck mal, die Frage ist ja, was definiert man als Multikulti? Den Reichtum eines Landes, würde ich mal sagen. Das ist der Schatz eines Landes. Das heißt, man könnte doch die Leute, die sagen, Multikulti ist gescheitert, damit catchen, indem man sagt, stimmt, Multikulti ist gescheitert, es lebe die pluralistische Gesellschaft. Ist ja dasselbe. Andere Ausdrucksweise, ja, ne? Ja, läuft ja auf dasselbe hinaus. Ja, ne. Oder Zack. Oder in Pegidas Worten zu sagen, wir sind das Volk und wir sind ja auch das Volk. Und in dem Sinne hätten die sich ja selber ein Eigentor geschossen, weil wir sehen uns auch als Volk, egal wo wir herkommen. Solange wir in Deutschland leben, sind wir auch mit das Volk und da hätten die vielleicht recht, weil wir gehören dazu und wir sind auch mit Deutschland. Wenn man so eine Marke entwirft, die Frage, ich stelle mir vor, die Ausgangsfrage ist ja auch für mich mal wichtig, die habe ich euch noch nicht gestellt, aber könnt ihr mir erklären, wie man überhaupt darauf kommt? Wie kommt man darauf zu sagen, ich möchte ein Modelabel, stylisch, cool, ich will in sein, Trend sein, möchte jeder hat dieses Ziel, aber zu sagen, Fancy Allman, der hübsche Deutsche, normalerweise sagt man beim Glas Racke oder beim Glas Bier oder wie ist das dann entstanden, die Idee eigentlich?
Sicherlich beim Alkoholgenuss. Beim nicht, Döner. Auch nicht beim Rauchen von Cannabis, auch nicht. Dabei auch nicht. Das hat man, glaube ich, inne, wenn man eine andere Herkunft hat. Das trägt man in sich. Also dieses Gefühl. Ja, aber irgendjemand muss es ja ausgesprochen haben von euch beiden. Aber Moment. Dieses Gefühl hat man ja in sich. Okay. Ja? Okay. Dass man sich hier heimisch fühlt, aber vielleicht doch nicht. Und man will es aber zum Ausdruck bringen. Man will sagen, hey, wir gehören genauso hierhin, wie alle anderen. Wir haben genauso das Recht, hier zu sein. Und auch nicht dieses Schubladendenken. Du bist, eigentlich ist das ein scheiß Begriff, was ich eben erwähnt habe, Deutsch-Türke. Das ist, aber ja. Das hat sich bei uns auch mittlerweile so eingenistet. So, genau. Aber gar nicht, letztens hat jemand den neuen Satz gebracht, Bio-Deutscher und Neudeutscher. Ach so, okay. Biologisch abbaubar, weißt du? Sind wir dann nicht abbaubar? Egal, Entschuldigung, nicht vom Thema abschweifen. Solange ja? wir hier sind, nein. Ja, und dann? Und irgendwann will man dann das, was wir als Statement haben, auch zum Ausdruck bringen. Mhm. Und wir wissen ganz genau, dass viele Leute so fühlen wie wir. Und das ist dann... eine Kutte ist das nicht, aber man bringt es halt zum Ausdruck. Man bringt diese Verbundenheit, die wir untereinander eigentlich haben, von allen Leuten, die dieses Land fühlen und mögen, mit so einem Statement einfach mal zum Ausdruck. Und Textilien, also Textilbereich, Streetwear zum Beispiel, was sie alle tragen in ihrer Freizeit oder vielleicht sogar zum Weggehen, keine Ahnung, das ist ein Medium, was macht sich dann besser her, also als es auf so ein Medium zu drucken und den Leuten das unter die Nase zu reiben? Genau, immer vor Augen. Man rennt halten. Ja damit rum und genau. Wenn man damit rumrennt, Streetwear, sieht es jeder auf der Straße, wenn man es jetzt mal eins zu eins übersetzt. Und damit kann man eine gute Message verbreiten und das tun wir auch. Jetzt mittlerweile nicht nur in Hamburg, sondern auch in Berlin bis runter nach München. Schweiz war jetzt auch immer mehr dabei. Mhm. Also auch in der Schweiz haben Leute wohl das Bedürfnis, sich... Überall, wo deutsche Community ist, ne? Ja. Zeiten ändern sich. Liebe Freunde, ich danke euch recht herzlich. Ihr bleibt noch bei uns. Wir wechseln gleich. Wir machen gleich einen fliegenden Wechsel. Gleich kommen nämlich weitere zwei junge Unternehmer zu uns, die auch gerne mit Geschichte spielen. Und wir sehen uns im dritten Block, weil dann wird gebattelt. Dann habe ich hier vier Gegner gegen Bedo. Und wir müssen ganz kurz Werbung machen. Und nach der Werbung sehen wir uns mit den Jungs von Papatürk wieder. Was das Ganze ist, die Erläuterung kommt gleich, also dranbleiben. Ach so, wir sind wieder zurück. Ja, der zweite Döner, ich habe ihn jetzt mal mir einen zweiten genehmigt. Ich kann es mir zwar nicht leisten, aber ich tue es trotzdem mal. Heute ist es nämlich erlaubt. Heute spielen wir mit Klischees und Emrah und Roman unterstützen mich dabei. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Moin, moin. Hoşgel, Deniz. Und in diesem Falle seid ihr auch nicht mit leeren Händen da, liebe Freunde. Denn es gibt nämlich ein Problem. Ein ganz großes Dilemma der türkischen Community. Der Dönerliebhaber weltweit. Ich esse einen Döner, danach rieche ich leider nach Döner. So ist es auf jeden Fall. Und dann gibt es nämlich die Lösung, hoffentlich. Genau. Und das wir werden Papatür. Das experimentell heute versuchen. Ne? Ich werde meine Leute danach nach drei Döner anhauchen. Wenn einer von denen ohnmächtig umfällt, dann weiß Bescheid. Erzähl, Entschuldigung, ja, was ist das? Was genau hast du mitgebracht? Genau, wir haben mitgebracht Papatürk und Papacola, zwei Getränke, die wir entwickelt haben. Und das Besondere an den Getränken ist eben, dass Chlorophyll enthalten ist und das hat die tolle Zusatzeigenschaft, dass Essensgerüche neutralisiert werden. Speziell Zwiebeln, Knoblauch, also genau die guten Sachen, die eigentlich in einem guten Döner drin sind. Aber bei Chlorophyll denke ich immer an Ohnmacht. An Chloroform, naja. Das ist Chloroform. Ja. Haben wir auch schon ein paar Mal gehört. Nein, Chlorophyll ist der grüne Farbstoff aus Blättern und in unserem Fall gewinnen wir das Chlorophyll aus Brennnesseln, aus Gräsern und aus Luzernen, also aus verschiedenen Pflanzen. Ja, aber unter uns, willst du mir jetzt sagen, dass eine Runde Papatürk hilft gegen einen ganzen Döner? Genauso haben wir uns das ausgedacht und genauso, es wirkt auch mengenabhängig, genauso ist auch die Menge, die verarbeitet wurde. Das Ganze haben wir so ein bisschen, muss man ehrlich sagen, kopiert aus der Apotheke, wo es schon Chlorophyll-Tabletten gibt, die auch schon zu dem Zweck eingesetzt werden. Und das, was wir jetzt eigentlich neu gemacht haben, ist das Chlorophyll in einem Getränk zu verarbeiten, also in einem lecker schmeckenden Erfrischungsgetränk. Der Witz an der ganzen Sache ist, ich habe ja immer so meine Zweifel, ob das wirklich funktioniert. Ja, du musst es probieren, Digga. Ja, ich werde es auch probieren. Ich werde auch den ultimativen Test nämlich heute mit meinen Kolleginnen und Kollegen hier machen. Darauf können wir mal anstoßen. Ja, ne? So, wir machen nämlich den Test. Ey, Digga, willst du mich veräppeln oder was? Das Ding sieht aus wie Waldmeisterbrause.
Ja, guck mal. Grün wie die Waldmeisterbrause. Warte, füllen wir mal einmal ordentlich auf. Bleib ich da hängen? Also es ist halt wirklich extrem hoch dosiert, muss man sagen. Und das kommt von den, die Farbe kommt wahrscheinlich von diesem Blattgrün, Chlorophyll? Kommt genau von dem Blattgrün, echt? Genau. Echt? Es erinnert mich gerade an meine Kindheit. Mein Chlorophyll ist ja umgangssprachlich Blattgrün, also von guck daher. Erinnert mich an Kratzeis damals. Oh, komm schon, doch. Damals, liebe Kinder da draußen, gab es Kratzeis. Hat damals 50 Pfennig gekostet. Die Währung kennt ihr noch nicht. Das war die Währung vor dem Euro. Und 50 Pfennig haben wir dann immer so einen Becher geholt. Ich glaube, das war so, ja, nicht so groß, aber schon die Hälfte davon. Und haben immer Eis gekratzt. Waldmeistergeschmack. Und? Schmeckt nicht schlecht. Ehrlich. Die Farbe irritiert mich immer noch. Aber es schmeckt echt gut. Ehrlich. Genau, Geschmack ist so ein bisschen Limette, Minze, eine leichte, ganz, ganz leichte Minznote. Ansonsten halt Limette schmeckt man viel raus und eine leichte, leichte Chai-Note. Ne? Also ganz bisschen Tee. Ach, mit Tee? Tee? Hm? Ja, so voll komplette türkische Klischees, ne? Mit Chai, Limette, fehlt nur noch Ingwer. wieso ist Limette türkisches Klischee? Chai, weil Tee, du das, überall. Weil wir immer, nee, bei uns gibt es ja immer so Tee mit Zitrone und so. Ja, okay. Klasse. Oder wenn jemand krank ist, gibt Nane Limon keiner kennen. Nane Limon. Nane Limon. Also Minze. Minze, Limette. Limette. Ich habe auch schon gelernt, es gibt kein türkisches Wort, aber für Limette, ne? Limette ist einfach Limon, auch Limon. Limon Zitrone. Ist eigentlich so ein Oberbegriff für alles. Ja, ich kenne das so. Limon, Limon ist Limon. Limette. Gibt's nicht, ne? Kann das jemand bitte mal in der Regie googeln? Gibt's einen Begriff für Limette? Habt ihr das schon gegoogelt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, gibt's nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Das war eine lose Aussage von mir. Also ich kenne das nicht. Ich kenne das anscheinend auch nicht. Yeshin-Limon. Ja, wenn dann, du sagst auch gelbe gedacht, Zitrone oder grüne Zitrone. Hm. Weißt du, wir machen uns das Leben einfacher. Sehr pragmatisch. Warum so kompliziert, weißt perfekt, du? Perfekt, ja. Praktisch, Digga. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Ich habe die Jungs ja vorhin auch gefragt mit den Klamotten. Die haben viel Philosophie dahinter, viel nachgedacht. Und wie, was habt ihr gesagt? War bei uns gar nicht so viel am Anfang, so ehrlich gesagt. Wir haben auch nicht jetzt irgendeine politische Aussage dahinter oder sonst was. War überhaupt nicht so. Am Anfang war einfach die Idee, wir wollen irgendwas selber machen. Uns irgendwie selbstständig machen, hatten keine Lust mehr für angestellt, für Firmen zu arbeiten. Einfach keinen Bock mehr drauf gehabt. Generation Praktikum, PowerPoint-Präsentation machen. Gestorben, keine Lust mehr zu gehabt. Und wir wollten irgendwas selber machen. Und haben einfach ganz viele Ideen gesammelt, sind irgendwann daran kleben geblieben. Und dann wollten wir, wenn schon ein Getränk, wollten wir auch eins machen, was irgendwo in eine gewisse Nische reingeht. Aber eine sehr erfolgreiche, muss man da sagen, einfach mal Dönerläden, was so unsere Hauptzielgruppe ist, ist halt ein unfassbarer Markt natürlich in Deutschland. Ja. Hatten Bock dafür, was zu machen und dachten dann, okay, wenn, dann wollen wir auch einen coolen Zusatznutzen haben und nicht nur lecker schmecken. Und das ist eben, dass halt Essensgerüche neutralisiert werden. Und das gibt's bisher noch nicht. Also weltweit noch nicht und darauf hatten wir Bock und hatten schon viel Kontakte auch so in, ich sag mal, viel in den türkischen Handel und so, gerade in Bremen bei uns, in den Großhandel. Und genau, sind dann einfach an der Idee kleben geblieben und haben uns daran verliebt so ein bisschen. Ja, weil alles andere wäre, glaube ich, relativ in Anführungszeichen normal gewesen. Weil wenn ihr gesagt habt, wir machen mal ein Getränk, was nur gut schmecken soll, zum Döner, gibt es ja viele Alternativen. Ja. Und außerdem hat man das da gegen Eidern ja schwer. Muss man sagen. Da muss man noch nicht mal Brause rausbringen. Echt? Du hast es, Eidern oder Gazos schwer. Mhm. Aber ich glaube, mit dem Zusatz zu sagen, okay, man isst Döner, aber man stinkt nicht danach, finde ich super. So, wir machen jetzt ganz kurz Werbung, weil nach der, Entschuldigung, der nächste Clip des Abends steht dann, liebe Freunde. Und danach möchte ich nämlich von euch erfahren, wie kommt man überhaupt auf den Namen? Ja, da bin ich auch neugierig. Also, Papa Dirk und Döner und der nächste Clip. Bitteschön. Schöner Rock-Pop-Song von Mithat Can. Liebe Freunde, es geht weiter hier mit Roman und Emrah oder mit Papa Türk. Ja, aber mal ehrlich, ja, mit dem Namen, also gleich mal voll auf die 100, ne? Klischee, Papa Türk. Den Gedanken, wir hatten den ganz außerdem witzig. Hast du da was, Roman? Sorry, das ist, wenn Döner ist. Wenn hier Döner ist, sorry. Guck mal, er ist noch nicht integriert, siehst du? Daran merkt man, ob jemand einen Döner essen kann oder nicht, ob er in dieser Gesellschaft integriert ist, liebe Freunde.
So, achso, Entschuldigung, ja. Papa Tüten. Kein Problem. Nein, wir haben eigentlich gesagt, diesen Gedanken überhaupt nicht gehabt. Klar, wurden wir da jetzt schon häufiger drauf angesprochen, ob wir irgendwie hier, was weiß ich, die Klischees reiten wollen oder sonst was. War überhaupt nicht unser Gedanke, ehrlich gesagt. Das Ganze kommt daher, dass wir, also speziell der Jasch, mit dem ich zusammen gegründet habe, und ich, wir kennen einen Dönerverkäufer in Bremen schon sehr, sehr lange. Und für uns ist das dort der beste Döner, den es gibt in Deutschland. Auch wenn er leider den Fehler macht, dass er das Brot nicht so geil macht wie Cell. Oft gemachter Fehler, aber ansonsten unfassbar da. Und sein Spitzname von uns war schon immer, wir kennen ihn seit Kindheitstagen, war schon immer Papa Türk. Ach, ihr habt ihn so genannt? Genau. Und er ist so. Auch auf dem Bild drauf hier zu sehen. Ach, Quark. Also das ist eine kleine Hommage einfach an unseren Lieblingsdönerverkäufer, das ganze Getränk und eben auch der Name. Also es gab gar keinen großartigen politischen oder was auch immer einen Hintergedanken. Nicht jetzt im geringsten. Ging einfach nur darum, unserem Lieblingsdönerverkäufer eine kleine Hommage zu widmen. Ich werde ganz oft drauf angesprochen. Ob du es bist? Erstmal, ob ich es bin, ja. Warte, sieht man es? So. Juckt, Baba, ja. Tut mir leid. Nein, ob es Ibrahim Tatlıses ist. Hä, hey, ja? Ferhat Güzel. Abi, harbi, Ibo ja benziyor wieder, ne? Guck mal auf die Dosen, Jungs. Ein bisschen Ibo hat er schon, ne? Oder Ferhat Güzel. Ja, okay. Stimmt. Ne? Ja, okay. Oder haben wir genug Berühmtheiten, die genau diese Frisur haben und diese Schnäuzer, muss man ja ehrlich sagen bei uns, ne? Also, es ist auf jeden Fall der Herr in Bremen, den es seit, keine Ahnung, Jahren gibt. 100 Jahre gefühlt. Weiß er das? Natürlich weiß er das. Dass es dein Gesicht drauf ist? Ja, natürlich. Ich frag ja nur, ne? Nee. Man weiß es nicht. Er weiß Bescheid. Also er hat's genehmigt. Er freut sich drüber, alles ist gut, ja. Ja? Ja. Hat er Tränen in den Augen gehabt? Wir Südländer sind ja ein bisschen nah am Wasser gebaut. Nee, hat er Pipi in den Augen gehabt? Nein, so krass war es nicht. Also, muss ich ehrlich sein. So, schade. So extrem. Das wäre richtig so, das wäre dann in unseren Augen so richtig Arabesque-Style. Ich glaube, er hat am Wenn du so eine Dose ihm in die Hand drückst und er fängt an zu heulen. So war's. Und darauf musst du einen Videofilm machen, Image-Kampagne, bam! Ich glaube, er hat es am Anfang auch nicht wirklich ernst genommen, wenn ich mal, wenn ich wirklich ehrlich sein darf. Ich glaube, er hat nicht gedacht, dass wir vielleicht wirklich mal abfüllen. Er dachte so, okay, die kleinen Jungs, so lass die mal machen und mal gucken, was draus wird. Und das war's. Ne? Also. Wie wird das denn angenommen? Einfach ist es wahrscheinlich auf dem Getränkemarkt grundsätzlich nicht, oder? Nein, also ich würde schon sagen, wir sind uns da einig, die Getränkebranche ist schon ein sehr mühseliges Geschäft, aber es macht uns auf jeden Fall Spaß. Wir wachsen und anfangs war es natürlich schwer, so wie wahrscheinlich für jedes andere Getränk auch. Ich meine, Fritz Cola hatten anfangs ihre Schwierigkeiten, Red Bull, den Weg gehen wir auch und das machen wir auch gerne. Bloß haben wir bei uns nochmal den Unterschied, wenn man das dem Dönerverkäufer wirklich erklärt, der Filiale. Weil du musst bedenken, wir haben in Deutschland Fastfood-Ketten, wir haben McDonald's, wir haben Burger King, du siehst überall Werbung. Und der Döner, der ja angeblich in Deutschland das beliebteste Fastfood ist. Den meisten Umsatz macht, muss man auch noch mal festhalten. Ist so. Ich hatte mal gelesen, nur Döner, ich glaube, knapp dreimal so viel wie McDonald's. 5 Milliarden, glaube ich, im Jahr. Genau, dreimal so Döner. Viel. 5 Milliarden, bei McDonald's und Burger King und so kommen auf 3,5, glaube ich. Genau. Ich glaube nicht, keine 5. Dreimal so viel wie Burger King, McDonald's und KFC zusammen. Echt? In Deutschland, ja. Das darf man nicht unterschätzen. Weiß und das Finanzamt das? Und Fakt ist, muss man ja wirklich sagen, Bedo, das ist im Fernsehen nie Werbung für Döner gab. Hast du das schon mal wahrgenommen? Heute ist meine letzte Sendung, liebe Freunde. Nasıl bilirdiniz? İyi de abi. Döner yerken gitti arkadaş. Entschuldigung, pardon. Lafını ballan kesin. Ja, ne demek. Fakt ist ja, dass es wirklich nie so gesehen Werbung für einen Döner oder dergleichen im Fernsehen irgendwo zu sehen ist. Ja, und warum nicht? Wenn Yüksel gleich bei uns auf der Couch ist, werde ich ihm die Frage auch stellen. Das kannst du dir gerne Ehrlich, fragen. Warum macht ihr nicht Werbung für so ein tolles Produkt? Ist doch so. Aber genau das ist ja auch in gewisser Weise auch unsere Intention. Ich gehe in die Läden, ich gehe zu den Großhändlern und auch insbesondere in die einzelnen Dönerbuden und gib ihnen das mit sozusagen, dass das sozusagen eine Hommage an die ist. Dass wir damit wirklich auch denen was mitgeben wollen. Ein Getränk zum Döner. Weil wir sind der Meinung, der Döner hat es verdient als beliebtestes Fastfood in Deutschland. Und daher wird es in den Dönerbuden auch sehr dankend angenommen und wir sind sehr zuversichtlich. So, und das heißt, ab jetzt heißt es immer, zum Döner gibt es Papa Türk. Gibt es eigentlich oder auch andere Papa Sorten? Cola, die erwähnst du mir zu wenig, wollte ich gerade sagen. Das ist doch die Frage, gibt es auch andere Sorten? Wo
Wollte ich doch gerade sagen. Ja, also wir sind jetzt gerade frisch mit der Cola auf den Markt gekommen. Die hat genau dieselbe Funktion, also die gleiche Funktion mit 45 Milligramm Chlorophyll. Und haben hier noch zusätzlich 65 Milligramm Koffein drin. Achso, das soll aber effektiv genauso beides gegen den Döner helfen, also gegen Dönergeruch. Also generell gegen Essensgerüche, beide. Sagen wir mal. Genau. Also ich muss nicht nur den helleren, ich kann auch den Cola trinken. Ganz genau. Cola. Aber da ist Papa Tücker ein bisschen stylischer, ne? Mit langen Haaren und so. Du meinst der Papa Cola, meinst du? Ja, Papa Cola-Mann ist ein bisschen hipper. Das ist der gleiche Typ, 20 Jahre jünger. Also ist kein Witz, ein Original, auch der gleiche Typ, der sah einfach vor 20 Jahren so aus. Okay, cool. Und wir haben gedacht, okay, für die Cola, weil da noch Koffein mit drin ist und so weiter, so ein bisschen so, auch geht es eher um Ausgehen vielleicht und so ein bisschen, so einen rebellischeren Papa fanden wir da irgendwie passender. Dann haben wir ihn einfach in 20 Jahre jünger genommen und ist aber der gleiche Typ. Wenn man für dieses Getränk werben möchte und ihr sagt, man muss ja wirklich immer das Gespräch suchen, den Dialog suchen, da musst du aber ganz schön viel rumreisen, ne, Emre? Du kannst dir ja nicht vorstellen, also der Bauch kommt ja nicht von ungefähr. Du kennst ja auch unsere Gastfreundschaft, da brauchen wir nicht drüber. Emre Nalka kennt ihn, ne? Ja. Immer ein Hintertürchen für sich, weißt du? Weil ich viel Auto fahre, hä? Weil ich viel Auto fahre und auch von unseren Kunden immer herzlich zum Essen eingeladen werde. Und du weißt ja, wie unhöflich das bei uns natürlich, ist. Natürlich, wenn du das ablehnst, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Yüksel bin, bei Sel Kebabs hier in Hamburg, dann muss ich jedes Mal einen Dürüm oder einen Döner-Teller mitnehmen. Auch wenn ich sage, du, ich mache gerade Low Carb, das ist ihm egal. Muss und er mitnehmen. Muss er mitnehmen. Den muss ich noch mitnehmen. Und, sehr gut. Und von daher haben wir auch unter anderem Aktionen. Wenn wir kurz darauf eingehen möchten, wir verteilen ja auch sozusagen quartalsweise den Pokal in Großstädten für den besten Döner sozusagen der jeweiligen Region. Und da bin ich zwangsweise auch... Du bist der Tester quasi. Ich bin der Tester. Du hast ja den geilsten Job überhaupt, merke ich gerade. Weil... Also... Ich bin Tester. Und, aber kein Job für Low Carb und für gesund Ernährer, liebe Freunde, wenn man nur davon leben. Also kein Ernährungs- und kein Fitnesscoach, das auf jeden Fall. Ja. Aber wo es einen guten Döner gibt, in welcher Stadt, da kannst du mich jederzeit kurz ansimsen. Guter Döner, gleich Emre. So, vielen Dank bisher euch beiden. Ja. Viel Glück weiterhin mit Papa Türk und Papa Cola. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Vielleicht sollten wir mal demnächst mal das öfter trinken. Also, und wir sehen uns gleich wieder. Denn die Jungs kommen auch noch mal gleich zu uns auf die Couch, denn gleich geht nämlich die Challenge los. Bedo versus allen. Ich nehme es mit allen auf, liebe Freunde, das wisst ihr. 10 Fragen, 10 Antworten und der Loser muss wieder mal was machen. Was, weiß ich nicht, die Gäste auch nicht, werdet ihr aber nach der Werbung erfahren. Also dranbleiben, surfen gerne im Internet, papatürk.de mit UE oder fancyalman.de, falls ihr euch langweilig ist. Bitteschön. Mein Opener ist der ähnlich wie vom Papa Cola. Lange Haare, siehst du? Und jetzt bin ich eher Papa Türk, ohne Haare. Deshalb Mütze. Ja, schön, dass ihr wieder da seid, alle zusammen. Liebe Freunde, das bedeutet natürlich in diesem Falle, wenn die Truppe gemeinsam hier auf der Couch sitzt, die Challenge geht los. Das bedeutet, 4 Karten, die magischen 4 Buchstaben, die wichtig sind für das türkische Alphabet A, B, C, D. Mehr Buchstaben gibt es aber bei uns nicht. Und wir spielen jetzt gegeneinander, das heißt Bedo versus Guests. Ja? 10 Fragen, liebe Freunde, 4 Antwortmöglichkeiten zu jeder Frage. Und die Frage, die richtig oder die Antwort, die richtig ist, Buchstaben aussuchen und dann gleichzeitig in die Kamera reinhalten. Und dann schauen wir mal, wer verliert. Und der verliert, der muss dann was machen. Und ihr dürft euch alle beraten. Also alle dann, alle 5. Wie alle 5? Alle 5 müssen was machen oder suchen wir dann? Nee, jeder von euch muss was. Ich habe keine Ahnung, ich kenne das Ding ja noch nicht. Werden wir gleich merken. Lass uns einfach. Jeder. Hier, meine Regie sagt, jeder muss es machen. Aber bitte kein Döner essen, ey, ich kann nicht mehr. Entschuldigung. Ups, Bäuerchen. So, Frage Nummer 1. Liebe Freunde, könnt ihr da lesen oder da unten lesen? Ich weiß nicht, wo sie gleich erscheint. Da, guck, da unten könnt ihr es auch lesen. Wann wurde Coca-Cola erfunden? Keine Frage. Entschuldigung, ich muss ja gerade lachen. A. 1886, B. 1902, C. 1912, D. 1926. So. Ihr könnt euch natürlich gerne alle beraten. Habt ihr? Und dann Buchstaben? Habt ihr? Und dann in die Kamera halten und schauen wir mal, wer richtig liegt. Ach was, echt? War es so früh? Und? Die Antwort?
Hadibe. Hadibe. Abi, das ist unfair, yo. 5-1? Okay, next question, Baba. Next question. Welche Pflanze wächst weltweit am schnellsten? A. Bambus. B. Kaktus. C. Aloe Vera. D. Fichte. Am schnellsten. Okay. Ja, ich würde mal das hier sagen, aber ich habe keine Ahnung. Oh, ja. Jungs, es geht nicht, wir kriegen keinen Nobelpreis. Heidi. Okay. Heidi, habt ihr? Ja. Okay. Ihr sagt A, ich sag B. Sieht nicht so gut aus. Klatsche. Abi Nolio, ja. Abi, mein Run geht nicht mehr. Ich habe meine letzten 4 Wochen gewonnen, Mann. Okay, nächste Frage. In welcher Stadt findet man eine Straße mit dem Namen Die Große Freiheit? Frankfurt, Berlin, Hamburg, Köln. Hadi be, bu kadar kolay sorum olur ya. Yani. Nimm mal E. Ja, komm, halt mal rein. Jeder kennt die Antwort. Das wäre ja peinlich als Hamburger, wenn man nicht die Antwort hätte. Ja, nee. 3-1. Keine Hamburger Fragen. Frage Nummer 4, bitte. Wie heißt Konstantinopel heute? Ja, Kardashian, ja, Abi. Das meint ihr doch nicht. Ey, meint ihr es ernst mit dieser Frage? New York. Abi, garantiert Alanya. İyi, Yozgat. Erzincan olmasın. Yani, İstanbul. 4-2. Wie soll ich denn da einholen, ey? Na, die nächste Frage. 6-5. Welches Nahrungsmittel ist das meistverzehrte der Welt? Weizen, Hirse, Mais oder Roggen? Oha. Das ist schwer, ne? So. Wie lange muss ich noch warten, ey? Also ich als würden die 1 Million Euro gewinnen, ey. So. Habt ihr? Haben wir, ja. Ja, ich auch. Was habt ihr? Oh, schon hier. So. Beide C? Echt? Kaderu tanzen. Wahrscheinlich haben wir beide richtig, ne? Ah, Weizen. Ich hätte eher auf Mais getippt, ehrlich gesagt. Ich, oh, okay. Ich weiß auch nicht. Ja. Was für ein Tier ist ein Nimmersatt? Eine Raupe, ein Storchenvogel, ein Schmetterling, ein Hund? Okay. Dönertier. Ey, nee, Storchenvogel. Was? Echt? Ich hab noch einen Trickfilm, Raupe, Nimmersatt. Ja, Raupe, oder? Okay. Abi, wo habt ihr die Fragen her? Google oder was? Wikipedia? Storchenvogel ist richtig. Mich. Bin mir normal. Ist immer noch 4-2, Leute. Welcher Sänger und Songschreiber verfasste ein Lied über Kokain? Oha. Falco, ja. Udo Jürgens, Roland Kaiser, Rio Reiser. Kann nur eigentlich eingeben von denen. Ja. Es sei denn, Udo Jürgens meinte mit ein bisschen mit Sahne Kokain. Aber bitte mit Koks. Oh yeah. Ich weiß nicht, aber ich würde den hier sagen. Ja. Wieso denken alle bei Falco an Koks? Komisch. Und, was ist die Antwort? Falco. 5-3. Ey, uff, das ist knapp. 5-3, noch 3 Fragen. Oh, vielleicht habe ich ihn unentschieden. Hadi. Von wem stammt... Ach komm, ehrlich, Leute. Was sind denn für Luschi-Fragen heute? Bushido. Ja, wer hat diesen Satz gesagt? Ja, ja, komm, gib her. Ja, nee. Bushido hat ihn bestimmt auch schon mal gesagt. 6-4. Ich habe noch eine Chance auf ein Unentschieden. 6-4. Welches Tier bleibt am längsten im Bauch seiner Mutter, bevor es geboren wird? Elefant, Nashorn, Blauwal, Giraffe. Am längsten. So. Darf ich meinen Telefonjoker benutzen? Ja, kannst du. Hast du? Ja, ruf an. Ja, ja, darfst du. Nein, Mann. Alter, zückt er gleich sein Handy raus hier. Baba, hol mir bitte. Nick ist da. Niente, nada. Was? Blauwal? Was sagt ihr? Ich würde sagen, vielleicht Wal, weil das ist das größte Tier. Ich weiß nicht. Weiß wahrscheinlich. Ist egal.
Machen wir 10. Ding, 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 ding. Habt ihr oder? Wir haben. Was für eine Antwort habt ihr? Ich muss was anderes nehmen, was ihr nehmt. Ihr habt C. Hätte ich auch genommen, jetzt mache ich extra B. Ist die einzige Chance, um nachzuziehen. Oh Mann, ich hätte A nehmen müssen, Type! Da gab es doch jemanden. Ich hätte aber auch Blauwahl getippt als erstes. Ist am größten halt, ne? Das ist das Einzige, ja. Da kann das Ding länger parken. Letzte Frage, ich habe eh schon verloren, aber trotzdem. In welchem Zusammenhang begegnet einem der Begriff Totvermarktung? Werbung, Ärzte, Medienberichterstattung, Schlachten. Hä? Totvermarktung? Naja, kann ja nur A oder C sein, oder? Das macht Sinn. Na, der Sinn ist A oder C, ne? Ja, würde ich auch sagen, aber ja, Totvermarktung, wo soll denn das Wort sonst kommen? Werbung, ne? Wollen wir C machen? Dann machen wir C, wenn du Werbung hast. Ich mach Werbung, ich sag A. Ja, was soll denn das sonst sein? Ich weiß es nicht. Pass auf, jetzt kommt Schlachten oder so. Ja. Hatte ich im Bauch gehabt, ehrlich gesagt. Ah, wenn man die toten Teile alle verkauft, nennt man das Totvermarktung. Haben wir was dazugelernt heute? Bei den Schlachten verkauft Seht ihr? Man die Toten? Das ist bitter. Bei den Schlachten verkauft man die Toten? Ja. Okay. So, ich stehe kurz auf. Liebe Freunde, nicht irritiert sein. Ich ist mir zu eng. Ich komme jetzt ja hier nicht an. So, und dann heißt das... Ach du Scheiße. Oh Scheiße. Leute, was habt ihr denn jetzt wieder, ey? Ach, das weißt du selber auch nicht. Natürlich nicht, aber ich habe gerade was gesehen, was mir nicht gefallen hat. Ich brauche einen Stift und das. Oh Mann, das kann nur... warum braucht man zwei Stifte und vor allem zweimal ein Edding und einen Spiegel? Ja, Diana, du dachtest. Du sollst die Augenbrauen rasieren und dann nachmalen? Hallo Taigo und Indis, Roman, Emrah und Bedo. Beauty Day Reloaded. Ey, kann man das danach löschen, wischen oder bin ich danach am Arsch? Mit Terpentin. Das ist ein Scherz gerade von dir, oder? Aber das krieg ich doch niemals von der Haut ab. Ey, ich mach das nicht. Sorry, hey, das mach ich zum ersten Mal nicht. Du hast das hier eben so groß angekündigt. Jetzt musst du das durchziehen. Jetzt musst du das durchziehen, Bedo. Was steht denn drauf? Mann oder Maus, Bedo? Der Verlierer dieses Spiels muss sich selber mit einem schwarzen Stift... Diana, ich erschieße dich. Ich schwöre es dir. Schwarzen Stift die Augenbrauen zu einer Monobraue malen. Auch Klischees. Oh, der ist überragend. Beide Augenbrauen zu einem zusammenschließen. Darf ich das machen? Weißt du, was das Schlimme ist? Ich hab's gesagt. Immer, wenn ich gewinne, müssen in meinen Augen, das sind so, meine Gäste müssen so Pillepalle-Sachen machen. Verliere ich immer gleich solche Hardcore-Sachen. Hammer am Radlächeln, ich stehe zu meinen. Warte mal, welcher ist denn aber schneller? Mach hier, so eine richtig schöne Kro-Braue. Ja, ja, mach ich. Ich hab gestern Frieda geguckt, mal gucken, ob du dann hübscher aussiehst. Als sie. Oh, Scheiße. Vielleicht könnten wir Bedo danach als für die dritte Version ins Gesicht nehmen. Das halten wir fest auf jeden Fall gleich. Aber jetzt drauf, ne? Guck mal, wer den Stift hält. Du machst das ist verdächtig. Du machst das sehr professionell. Tja, wenn ihr wisst, was ich am Wochenende sonst so mache. Aber Julian Radisch. Ich stehe zu meinen. Das sieht echt hart aus. Aber sonst so, Jungs, euch geht's gut? Ja, ne? Ich stehe dazu. So, weißt du, ich habe keinen Bock, dass es danach heißt, Bedo, wenn du schon was verlierst... Du könntest in der türkischen Sesamstraße mitspielen. Ja. Abi. Vor allem, wer ist Bedo? Ich kenne nur noch ehrlich, Mahu. Jetzt kann Ibrahim Tatlıses einpacken. Getürkt, ne? Ben böyle değildim, yaşarken oldum. Gönül sarayımı yıkıp geçsinler. Er hat einen Batman sich da reingehauen, ne? Nasse. Welche wie wir die zwei? Das ist eine Strafe, die ich nie gehört habe. Wieso eine dünne Version von Recep İvedik? Ja. Oh.
Also wir haben jetzt diesen Pokal. Ich leck mal vom Thema ab. Guck mal, ich mach das hier. Wir haben diesen Pokal, liebe Freunde. Ich mach das nicht mehr ablecken. Das ist unmöglich abzulenken. Da ist der Pokal. So, den gab's nämlich. Wer hat den bestimmt? Jetzt du, ne, Emre? Den Laden habe ich bestimmt. Also das Konzept haben wir zusammen bestellt. Und als Laden in Hamburg haben wir Cell ausgesucht. Unter verschiedenen Kriterien. Das, was wir eben auch schon erwähnt haben, zum Beispiel dieses getoastete Brot. Ich meine, es gibt viele Läden, also viele Dönerbuden, wo auch zum Beispiel das Fleisch sehr lecker ist. Aber für uns ist das Hauptkriterium das Zusammenspiel aus allem. Und hier haben wir zum Beispiel in dem Fall verschiedene Soßen, dünnes Brot, so wie man es aus Berlin kennt, und sehr leckeres, saftiges Fleisch. So, und ja, da freut sich natürlich das Dönerherz von Yüksel, richtig? Das Paket ist zusammen. Aber sowas von. Die Jungs sind einfach auch, das gehört auch viel damit dazu, ne? Das ist jetzt nicht so ein Essenstest, so ein total Ernstnehmer. Das gehört auch dazu, dass die Jungs halt total lustig und nett sind und da gastfreundlich sind und man gerne da hingeht und Bock hat. Und Yüksel macht auch Zaubertricks und schmeißt irgendwelche Pizzas durch die Gegend und so weiter und so fort. Und da gab es halt den Döner cum laude und dann haben wir da auch den Golddöner hin verliehen, zu Recht, glaube ich. Das ist halt wie so ein MTV Award als Gegensatz zu den Oscars, weißt du? Nur das? Noch sehr viel höher einzustufen, genau, würde ich sagen. Ungefähr auf der Stufe wie der Nobelpreis, würde ich sagen, ja, mittlerweile. Oder Venus Award. Der Master auf Döner. Der einzige, ja, Mensch, der hier einen Oscar auch verdient hat, bin ich, ey. Was? Man muss auch erwähnen, dass Cell Kebabs auch wirklich, beziehungsweise damals noch Emek Kebabs, der allererste Laden in Hamburg war offiziell, der auch Papa Türk vertrieben hat, unter anderem. Ja, das Zeug haben wir getrunken und dann dachtest du dir, oh mein Gott, das fehlt uns. Das ist aber halt, ich habe echt keinen Dönergeschmack mal im Mund nebenbei. Nee, das, halbe ehrlich? Stunde später ist das weg. Du kannst Knoblauch essen ohne Ende, Zwiebel essen ohne Ende und dann kannst du immer noch knutschen. Ja. Aber ich glaube, mit der Braue knutschen. Talgen, komm mal rüber, ich muss mal knutschen probieren. Ist vorbei, ist gelaufen für ihn. Ja. Ey, komm, mit der Augenbrauen habe ich doch gute Chancen bei dir. Ja. Nicht? So, liebe Freunde, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Ich danke euch allen recht herzlich für diese tolle, bunte Sendung. Sehr danke, Yüksel, für deine Unterstützung, für den leckeren Döner. Jungs, viel Glück, viel Erfolg mit Papa Türk, Emre. Danke. Und er ist der Guru nach draußen, aber er ist der Mann im Hintergrund. Ne? So läuft das in der Mafia. Der Herr im Hintergrund zieht immer die Strippen. Der Don und der Karl. Er sammelt das ganze Geld. Ne? Und euch beiden auch viel Glück. Und Fans hier einmal, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Und ich finde, heute war das so eine rundum Klischeesendung pur. Und am Ende sieht der Moderator doch wirklich original aus. Wenn man das so erzählt. Wie damals halt, als die ersten aus der Türkei gekommen sind. Okay. Haben andere Mützen getragen, das ist eine andere Sache. Und ja, ich danke euch, euch da draußen auch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und heute verabschiede ich mich mit einem anatolischen Style und sage, Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Dertlerden uzak, yüreklere yakın olun. Kalpleriniz hiç acı, yürekleriniz hiç dert çekmesin. Her zaman güler yüzden karşılaşın. Bırakın Anadolu yüreğiniz sizi ileriye götürsün. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Haydi tschüss. Präsentiert von Ihrem Orientteppich Wasch- und Reparaturspezialisten aus der Speicherstadt. David Rosenberg, Ihr Orientteppich-Experte seit 1960.